werde mit Sicherheit über eine Stunde reden. Wir müssen uns überlegen, wenn es jemand von Ihnen und von euch überhaupt nicht mehr hält, dann machen wir zwischendurch Diskussionen. Ich habe auch ein paar Breaks drin. Ansonsten stehe ich zur Verfügung. Mein Zug geht morgen 10.41 Uhr. Der Kapitalismus war zu der Zeit, als Marx ihn in seinem Kapital kritisiert hat, im Prinzip dasselbe wie heute. Heute hat er allerdings leider, sage ich dazu, flächendeckend die Welt erobert. Marx waren damals aber schon dieselben Widersprüche aufgefallen, die den Kapitalismus heute auszeichnen. Ich habe auf dem Zettel, der kopiert worden ist und bei Ihnen liegt, ein paar davon zusammengetragen. Ich trage die mal eben vor. Widersprüche aus der Marktwirtschaft, da hocken Menschen mit dem Schild, ich habe Hunger, vor Schaufenstern von Kaufhäusern, die mit Lebensmitteln gut gefüllt sind. Da stöhnen Betriebe über Absatzprobleme, sehen ihren Geschäftserfolg, also durch den Überfluss an erzeugten Produkten in Gefahr. Wie das? Da müssen Arbeiter die Produkte ihrer eigenen Arbeit abkaufen. Und das auch mit verdientem Geld, um dessen Höhe sie Jahr für Jahr kämpfen müssen. Wie das? Da mehrere Erwerbstätige mit ihrer Lohnarbeit jahrzehntelang fremden, privaten und nationalen Reichtum und müssen sich dann vor Altersarmut fürchten. Da werden Arbeiter entlassen aus keinem anderen Grunde, um Geschäftserfolge von Betrieben zu sichern. Da beschweren sich Erwerbstätige über die Fabrikarbeit, zu Recht, und zugleich ist die Befreiung von ihr für sie kein Glück, sondern wird als schweres Schicksal beklagt. Warum? Da treten Leute, die alle nur einen Arbeitsplatz, also eigentlich dasselbe wollen, gegeneinander an und bestreiten sich wechselseitig dieses ihr Interesse. Da machen Betriebe ihre Arbeit immer produktiver, sorgen also dafür, dass immer mehr Produkte in gleicher Zeit hergestellt werden, nur um sich damit wechselseitig ihren Geschäftserfolg zu bestreiten. Da müssen Erwerbstätige diese Erleichterung der Arbeit durch gestiegene Produktivität fürchten, da die Betriebe diese gestiegene Produktivität zum Anlass nehmen, ihnen das Leben per Entlassung und Lohnsenkung schwerer zu machen. Da erfährt man täglich, dass gekaufte Lebensmittel von Stoffen, die das Leben beschädigen, kaum zu unterscheiden sind. Da machen Wissenschaftler Entdeckungen, vor allen Dingen Naturwissenschaftler, die das Leben aller Menschen verbessern könnten, die aber dann exklusiv nur wenigen Privatunternehmern und allein für ihr Geschäft zugänglich sind. Medikamente und so weiter. Da wird die Natur insgesamt, Wasser, Boden, Luft, durch ihre Benutzung für Geschäfte insgesamt immer unbenutzbarer gemacht. Da arbeiten Menschen dafür, ihr Leben erträglich zu gestalten und zugleich ruiniert diese Arbeit zunehmend ihre Lebenskräfte. Nichts von diesen Widersprüchen ist unbekannt. Nichts von diesen Widersprüchen kann heute geleugnet werden. Und von vielen dieser Widersprüche sind die meisten auch hier im Saal irgendwie heute selbst betroffen. Seit ca. 200 Jahren beherrschen diese Widersprüche die Ökonomie. Und die theoretischen Rätsel, die sie aufgeben, ich habe immer das Warum hinten dran gehängt, hat Marx in den drei Bänden des Kapitals geklärt. Er hat sich dabei im Zuge seiner Forschung abgearbeitet an dem, was Denker vor ihm über den Kapitalismus ermittelt haben. Dieses Vorgehen war für ihn und für Engels selbstverständlich, erst einmal zu prüfen, inwieweit deren Werke zu einer korrekten Erklärung beitragen, was man also nicht selber erklären muss. Vor allem Ricardo, Smith, aber auch Malthus, Say, Mill, Owen und andere wurden geprüft, aber mehr oder weniger verworfen.
als stimmige Erklärung des Kapitalismus. Es war also, hat Marx herausgefunden, eigene theoretische Arbeit nötig. Das Resultat dieser eigenen Arbeit sind dann die drei Bände des Kapitals. Marx und Engels haben ihre Erklärung von vornherein als eine theoretische Handreichung zur praktischen Kritik des Kapitalismus verstanden. Sie haben es als Missile, als Waffe zur praktischen, im Kampf zur praktischen Aufhebung dieser Verhältnisse verstanden. Sie waren damals der Auffassung, dass dann, wenn der Grund der in den obigen Widersprüchen angerissenen, ruinösen Verhältnisse begriffen wäre, der Grund begriffen wäre, die Betroffenen auch wüssten, vor allen Dingen die Arbeiter, wogegen sie sich aufzustellen haben. Daraus ist bis heute nichts geworden. Woran das gelegen hat und immer noch liegt, das will ich hier und heute nicht zum Thema machen. Wäre ein eigenes Thema wert. Da müsste ich dann zum Beispiel über den staatlich durchgesetzten Antikommunismus seit 1933 bis heute reden und müsste nicht zuletzt ein Wort über die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung verlieren. Und das wäre auch kein schönes Wort. Aber das will ich heute ebenfalls nicht. Vielmehr will ich, wie es Marx und Engels im 19. Jahrhundert gemacht haben, einmal in einem Kurzdurchgang prüfen, was die zentralen theoretischen Urteile über diese Ökonomie, so wie sie heute von Wirtschaftswissenschaftlern erarbeitet werden, verbreitet werden, an der Uni immer noch gelehrt oder als vereinfachter Schulstoff in der Staatsschule vermittelt werden, was die eigentlich über diese Wirtschaftsweise, die dann Marktwirtschaft genannt wird, aussagen. Dabei will ich eines vorab gleich deutlich machen. Zwar sind die aufgelisteten Widersprüche auf dem Zettel immer noch dieselben wie zu Zeiten von Marx und Engels, nur die theoretische Befassung mit ihnen, die ich zeigen werde, ist heute von einer etwas anderen Qualität. Was heute als Quintessenz der gültigen Lehre über den Kapitalismus, sprich Marktwirtschaft, vermeldet wird, ist von der Kritik des Kapitalismus, wie sie Marx und Engels vorgelegt haben, nicht nur weit entfernt. Die führende Garde heutiger Ökonomen distanziert sich überdies mehr oder weniger freundlich davon, dass das eine heute noch zutreffende Kritik des Kapitalismus war. Behauptet wird, dass jene vernichtende Kritik des Kapitalismus ihn heute nicht mehr treffe. Dabei ist nicht zu leugnen, sind heutige Ökonomen durchaus kritisch unterwegs. Armut, Umweltzerstörung, giftige Lebensmittel, ruinöse Arbeitsverhältnisse und so weiter werden nirgendwo geleugnet. Wie auch. Es handelt sich ja auch um Fakten, die in jeder großen Zeitung und im Fernsehen ausgebreitet werden. Gelegentlich wird es sogar in den Widerspruch gekleidet, das kennen Sie alle, das kennt ihr alles, wie es denn sein kann, dass in so einem reichen Land wie Deutschland immer noch jeder zehnte Mensch, das sind neue offizielle Statistiken, in Armut lebt. Die Frage, die dann an diesen Befund, an diesen statistischen Befund angeschlossen wird, ist eigentlich kaum eine Frage, sondern fast schon mehr eine Antwort. Wenn die Frage lautet, warum kommt denn der Reichtum der Nation nicht unten bei den Armen an, dann lautet die Antwort, die darin steckt, folgendermaßen. Dieses Auseinanderfallen zwischen Armut und Reichtum in der Marktwirtschaft muss nicht sein. Es ist Aufgabe der Wirtschaftspolitik, diesen Skandal, so wird es gelegentlich benannt, abzustellen. Das ist die Antwort, die in dieser Frage drinsteckt. Das ist denn auch das Muster, nach welchem die von der Güte der Marktwirtschaft heute überzeugten Wirtschaftswissenschaftler verfahren. Sie prangern dann in der Folge fehlende oder verfehlte Umverteilungskonzepte zwischen Reich und Arm an, werfen Politikern Unwillen oder Unkenntnis, also Unfähigkeit vor, in Sachen Umverteilung
und machen auch vor einer Kritik der Unternehmerschaft durchaus nicht halt. Sie würden es, heißt da die Kritik, eine der Kritiken, es mit ihrem Gewinninteresse immer übertreiben. Ich halte diese Urteile nicht für zutreffend. Ich halte sie für falsch. Es könnte diesen kritischen Ökonomen übrigens selbst auffallen, dass es diese Kritik und diese Rezepte schon so lange gibt, wie es den Kapitalismus selbst gibt, ohne dass sich an den in diesen Widersprüchen angedeuteten Verhältnissen irgendetwas geändert hätte. Die Kritik gibt es, die Reformkonzepte, Umverteilung gibt es, die werden regelmäßig wieder in die Arena geworfen, aber es ändert sich nichts. Das ist schon merkwürdig. Auf Seiten der Wirtschaftswissenschaften ist es besonders merkwürdig. Diese Ökonomen wissen um diesen Sachverhalt, dass das schon eine lange Tradition hat und dass diese ihre Kritik nichts ändert, wissen um den Sachverhalt und halten dennoch unverdrossen an der Kritik fest. Ich würde mich als Wirtschaftswissenschaftler da in Grund und Boden schämen. Ich will heute was ganz anderes machen. Ich will heute einen anderen Versuch unternehmen. Ich habe das in dem Flugblatt, im Flyer auch angekündigt. Ich will exemplarisch einige der Grundaussagen, wohlgemerkt, der heute immer noch gelehrten Ökonomie über die Marktwirtschaft überprüfen. Und sofern ich bei der Überprüfung zu dem Befund gelange, dass diese Grundaussagen nicht stimmen, theoretisch nicht haltbar, immanent fehlerhaft sind. Und ich verrate hier sicherlich nicht kein Geheimnis, wenn ich sage, ich bin zu diesem Befund gekommen, werde ich meine Kritik an der Marktwirtschaft, also das, was die Wirtschaftswissenschaften an verfehlten Aussagen in die Welt setzt, richtig stellen. Dabei werde ich, und das ist jetzt mir wichtig vom Verfahren her, von Erfahrungen ausgehen, die heute jedermann, der hier im Saal sitzt und auch außerhalb, in und mit der Marktwirtschaft macht. Von diesen Erfahrungen, vom Kaufen, vom Verkaufen, vom Geldverdienen und so weiter, ausgehen. Eine Nacherzählung des Kapitals von Karl Marx dürfen Sie also jetzt nicht erwarten. Wenngleich ich natürlich die Prinzipien oder die zentralen Resultate seiner Kritik in meine theoretischen Bemühungen eingebaut habe. Weil das mein Vorgehen ist, habe ich am Anfang eine Bitte an Sie, an euch. Lassen Sie sich mal darauf ein, dass vieles, was Ihnen ganz selbstverständlich klingt, wo Sie überhaupt keinen Gedanken darauf verschwenden, dass man das mal hinterfragen müsste, so selbstverständlich gar nicht ist. Ich meine, dass vieles von dem, was so selbstverständlich ist, damit abgehakt wird. Dagegen will ich vorgehen. Ich hoffe, dass einiges davon in neuem Licht Ihnen und euch in neuem Licht erscheinen wird. Das war meine Vorbemerkung. Ich beginne jetzt mit der Theorie. Das ist der zweite Teil des Zettels, die mit Aussagen der Art beginnt, dass der Markt jedem Bedürfnis offen steht. Sie kennen alle Urteile der folgenden Art. Das erste Zitat und das fünfte Zitat nehme ich mir mal vor. Ein Markt besteht aus drei tatsächlichen und potenziellen Abnehmern mit einem spezifischen Bedürfnis, welches die Unternehmung mit ihrem Produkt zu befriedigen versucht. Markt, alle tatsächlichen potenziellen Abnehmer mit einem Bedürfnis, was die Unternehmer mit ihren Produkten zu befriedigen versuchen. Erstes Zitat. Zweites Zitat, das fünfte. Es herrscht hier Konsumentenfreiheit. Der Konsument kann unter verschiedenen Produkten wählen. Die Zitate sind Grundaussagen aus den dickgedruckten von Schulbüchern, von Lexika, von Einführungen in die Volkswirtschaft und so weiter.
Alle diese Befunde, gerade auch der letzte über die Konsumentenfreiheit, treffen was? Konsumentenfreiheit trifft was. Insofern nämlich alle Güter, die für Bedürfnisse jeder Art hierzulande produziert werden, nicht nur frei in Schaufenstern zu beglotzen sind, ist es den Leuten hierzulande in der Tat ganz freigestellt. Das ist mit Konsumentenfreiheit gemeint. Womit sie ihre Bedürfnisse befriedigen. Es wird ihnen für ihr privates, ihr Familienleben keine Wohnungseinrichtung, kein Auto, kein Speiseplan von Gesetzes wegen vorgeschrieben, keine Kleidung zugeteilt und so weiter. Aus der vorhandenen, produzierten, vorliegenden Fülle an Gütern darf sich in der Tat jedermann heraussuchen, was ihm nach Nutzen und Geschmack zusagt. Übrigens darf nicht nur, sondern muss auch. Auch hier Ihre, eure Lektüre, sei sie jetzt Taz, Junge Welt, Bunte oder Spiegel, sei die Ernährung, die Sie bevorzugen, jetzt fleischlich oder vegan, fällt ganz in die freie Entscheidung. Da gibt es keine Vorschriften. Ohne so ein frei, also willentlich vom Konsumenten angemeldetes Bedürfnis nach einem Gut, wechselt kein produziertes Gebrauchsgut von der Hand des Verkäufers in die des Käufers. Allerdings erklärt diese Theorie der Marktwirtschaft, die vorliegende, diesen faktisch unbestreitbaren Sachverhalt zum Wesen, zum Zweck, zum zentralen Gehalt, ja zum Begriff der Marktwirtschaft. Das Zitat Nummer 6 steht dafür: Der Begriff Marktwirtschaft betont, dass eine die Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigende Wirtschaft, die Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigende Wirtschaft, eine Marktwirtschaft sein muss. Anders geht's nicht, ist die Behauptung. Allein dafür sei der Markt da. Und noch mehr wird behauptet. Nur die Marktwirtschaft leistet. Keine andere Wirtschaft leistet das. Da kann man schon in Klammern sagen, Nachtigall, ich höre dir klapsen. Es ist natürlich eine Polemik immer gleich gegen Planwirtschaft. Und natürlich übersetzt sich jedermann dieses Lob der Marktwirtschaft in die gemeinte Fortsetzung. Nur die Marktwirtschaft, nur, sichert über freie Bedürfnisbefriedigung dann eben auch meine Versorgung. Keine andere und schon gar nicht, das ist ja die implizite Systemkritik, schon gar nicht die Planwirtschaft. Das soll denn der Grund sein, wo man dieses Urteil teilt, zum Fan der Marktwirtschaft zu werden. Diese Zitate, und am deutlichsten eben das Zitat Nummer 1, was ich nochmal vorlesen werde. Der Markt besteht aus allen tatsächlichen und potenziellen Abnehmern mit einem spezifischen Bedürfnis, welches die Unternehmung mit ihrem Produkt zu befriedigen versucht. Diese Zitate, jetzt komme ich in die Analyse, diese Zitate leben zunächst mal alle von einer ein und derselben Behauptung. Die Behauptung heißt, es gebe in der Marktwirtschaft eine unvermittelte Beziehung zwischen Bedürfnissen und Gebrauchswert. Eine unvermittelte Beziehung zwischen Bedürfnissen und Gebrauchswert. Die Vorstellung, die gemacht wird, heißt, da gibt es auf der einen Seite die von Unternehmen produzierten Güter und auf der anderen Seite den Menschen mit seinen Bedürfnissen. Und über die Beziehung zwischen den beiden, Bedürfnisse und Gütern, wird erstens behauptet, die Güter werden überhaupt nur für die Bedürfnisse produziert. Und wird zweitens behauptet, dass dann je nach Bedarf der Menschen auf die produzierte, vorhandene Güterfülle zugegriffen werden kann. Das ist die Behauptung, die da drin steht, wenn so geredet wird. Es wird also der Bedarf als der Grund für Produktion und Zugriff auf Güter vorgestellt, Bedarf als Grund für Produktion und Zugriff auf Güter vorgestellt. Und der Zweck
das ist jetzt nun nochmal die Wiedergabe des Zitates, heißt dann Versorgung aller Menschen mit den Gütern ihres Bedarfs. Merkwürdig ist dabei nur eins. Der Markt, dessen Loblied doch auf diese Art und Weise gerade gesungen wird, kürzt sich in dieser Betrachtungsweise vollständig heraus. Wieso? Wieso? Nehmen wir dieses Lob mal einen Moment ernst. Ergebe sich zwangsläufig ein sehr paradoxes Resultat. Ginge es in dieser Notschaft wirklich allein darum, die Menschen mit Gütern ihres Bedarfs zu versorgen, dann müsste nur Folgendes organisiert werden. Dann müsste nur insgesamt die Bedarfslage planvoll ermittelt und eine für die Bereitstellung der notwendigen und wünschbaren Güter zweckmäßige Arbeitsteilung planmäßig organisiert werden. Der dann auf diese Art und Weise vernünftig hergestellte Güterreichtum müsste anschließend nur über irgendwelche Transportmöglichkeiten zu Verteilungsstellen gebracht werden, wo sie dann allgemein und für jedermann frei verfügbar wären. Wozu da noch Marken mit Tausch? Braucht's nicht. Kürzt sich vollständig heraus. Freier Zugriff gemäß der Bedürfnisse von produzierten Gütern, die auch nur dafür da sind. Das habe ich mal ernst genommen. Die Paradoxie geht noch einen Schritt weiter. Es kürzt sich da nicht nur der Markt aus. Da muss man nicht tauschen. Braucht's nicht. Denn die Paradoxie geht noch weiter. Denn diese bürgerlichen Theorien über die Marktwirtschaft reden damit im Prinzip, deswegen habe ich es auch gleich so formuliert, einer Ökonomie das Wort gegen, wie sie eigentlich aufgestellt ist. Aus einer Polemik gegen die Planwirtschaft, das Zitat, nur die Marktwirtschaft würde das zustande bringen, Bedürfnisse befriedigen. Aus einer Polemik gegen die Planwirtschaft, die, wie wir wissen, immer als unfreie Kommandowirtschaft vorgestellt wird, wird so, wenn man diese ersten Urteile der Wirtschaftswissenschaft über die Marktwirtschaft ernst nimmt, natürlich nicht absichtlich eine Verteidigungsrede der Planwirtschaft. Verrückt. Das kommt aber heraus, wenn behauptet wird, dass der Bedarf nach Gütern der Grund ihrer Produktion und Verteilung wäre. Denn dann bräuchte es keinen Markt und dann gäbe es keinen einzigen der eingangs genannten Widersprüche der Marktwirtschaft, die nun in der Marktwirtschaft niemand leugnen kann. Dann stünde eben, wie gesagt, nichts anderes an als die planvolle Ermittlung aller Bedürfnisse, ihre arbeitsteilige, vernünftige Herstellung und Verteilung gemäß der Bedürfnisse. Natürlich sind die Theorien über die Marktwirtschaft, das weiß jeder, der hier Ökonomie studiert, mit diesen ersten allgemeinen Aussagen nicht fertig. Überhaupt nicht. Sie gehen weiter. Nur ist Folgendes festzuhalten, auch das wieder als Vorabbehauptung. Die nächsten theoretischen Urteile, die vor allen Dingen im letzten Zitat drinstecken, bauen den ersten, diesen paradoxen Befund, nicht aus, führen ihn, was man da von einer Theorie verlangen sollte, nicht weiter, sondern stehen im Widerspruch zum Ausgangspunkt. Bei genauer Betrachtung ist die Fortsetzung der Theorie, ich führe es gleich inhaltlich aus, die Widerlegung ihres Ausgangspunkts. Ich lese das Zitat, was immer die Fortsetzung ist, mal vor, in einer Variante, letztes Zitat, mit Geld kann man alle diese Dinge ertauschen. Wohlgemerkt, jetzt ist nicht mehr von verteilen, sondern von tauschen die Rede. Also kaufen, die man braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Geld ist also in erster Linie ein Tauschmittel,
dass, jetzt kommt eine ganz bekannte Theorie, die man auch so in der Schule lernt, dass den Austausch von Gütern vereinfacht. Ohne Geld, heißt es jetzt als Conclusio, wäre das heutige Leben nicht denkbar. Was wäre es denn, wenn es kein Geld gäbe? Was würde man dem Bäcker für die Brötchen dann geben können? Eine klassische Schule, das ist sogar aus einem Schulbuch, aber alle, die Ökonomie studieren, wissen, so ähnlich wird argumentiert auch noch in der Universität. Kein bürgerlicher Theoretiker des Tausches verschweigt, dass die Aneignung von Gütern nicht einfach nur der Zugriff nach gemäßes Bedürfnisses ist, wie sie am Anfang behaupten oder wenigstens insinuieren. Keiner leugnet, dass es dazu Geld braucht. Das zu leugnen wäre ja auch wirklich albern. Beabsichtigt ist allerdings nichts anderes als die Fortsetzung der Lobeshymne über die Marktwirtschaft. Jetzt bezieht sie sich auf das Tauschmittel Geld, die Lobeshymne. Das Geld wird hier als Mittel des Zugriffs auf Güter vorgestellt und hoch geschätzt. Geld sei das Mittel der Bedürfnisbefriedigung, ohne Geld käme man an nichts ran. Doch genau mit diesem Lob des Geldes wird ganz grundsätzlich, natürlich auch wiederum ohne, dass die Theoretiker es gewollt hätten oder zugeben würden, wie ich gesagt habe, die Eingangsbestimmung aus dem Verkehr gezogen. Wieso denn Tausch, wo nichts anderes als Verteilung der Bedürfnisse zunächst mal in der Theorie über der Marktwirtschaft vorgestellt wird? Ich will die Selbstwiderlegung noch mal ein bisschen ausführen, weil jetzt sind wir dann Geld. Es wird also gar nicht bestritten, dass Güter nicht für die Befriedigung der Bedürfnisse produziert und verteilt werden. Dass sie auch nicht einfach gemäß der Bedürfnisse abgegeben, verteilt werden. Die Behauptung heißt ja in diesem Zitat oder in allen Zitaten, denen über das Geld gesprochen wird, Produkte müssen getauscht gegen einen Gegenwert eingetauscht werden, gekauft werden. Das sagt schon die Redeweise vom Tausch. Und dafür brauchen alle Menschen mit Bedürfnissen immer noch was anderes, neben ihren Bedürfnissen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Der Ausgangspunkt ist Bedürfnis. Sie brauchen aber erstmal was ganz anderes, Geld. Festzuhalten ist an der Stelle, das Lob der Marktwirtschaft durch die Wirtschaftswissenschaften, des Eingangs vorgestellt worden, diese unmittelbare Beziehung, die behauptet wird, zwischen Gegenständen des Bedarfs und dem Bedürfnis, ist aus dem Verkehr gezogen. Verteilung nach Bedürfnis? Nee. Tausch gegen Geld. Und damit haben wir ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Jetzt sind wir wirklich in dem, was Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus ist. In der ganzen ersten Abteilung der Zitate waren wir in Erfindung. Was heißt denn das, bitteschön? Es wird nicht produziert, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es wird produziert, damit die Leute mit Geld an die Sachen rankommen. Es wird also für Tausch produziert und nicht für Bedürfnisse. Das heißt aber nichts anderes, als dass die behauptete unvermittelte Beziehung zwischen Bedürfnis und Gebrauchsgegenstand nicht existiert. Die gibt es nicht. Zwischen Gut und Bedürfnis, das sagen jetzt die Theoretiker selber, schiebt sich immer das Geld in Gestalt der Geldforderung der Unternehmen, der Verkäufer. Deswegen heißt das produzierte Gut auch nicht Gut, sondern Ware. Und deswegen wird aus der Bedürfnisbefriedigung in der hiesigen Marktwirtschaft überhaupt nur etwas, wenn der bedürftige Mensch als Käufer mit Geld ausgestattet ist. Wenn er auf dem Markt dem Verkäufer, bei dem sich die begehrte Ware befindet, das von ihm verlangte Geldquantum, nicht irgendein, sondern das verlangte Geldquantum rüberreicht. Vorher schiebt sich gar nichts. Das heißt aber nichts anderes,
Die Sache ist euch bekannt, ist ihnen bekannt. Das heißt aber nichts anderes, als dass diese Notwendigkeit, die jeder kennt, die jeder wie selbstverständlich täglich vollzieht, gerade darauf verweist, dass die Geldforderung der Verkäufer oder Produzenten das produzierte Bedarfsgut, den produzierten Gebrauchswert vom reinen Bedürfnis trennt. Es schiebt sich dazwischen. Die unmittelbare Beziehung gilt nicht. Alles, was das Herz begehrt, ist zwar hierzulande massenhaft produziert, also damit massenhaft vorhanden, aber deswegen noch lange nicht gemäß der Bedürfnisse für die Leute verfügbar, wie das erste Argument der VWL insinuiert. Massenhaft vorhanden, aber deswegen noch lange nicht verfügbar. Das Bedürfnis kommt nämlich nur unter der Bedingung, die ich genannt habe, zum Zuge, dass nämlich der geforderte Preis an die Verkäufer entrichtet wird. Sonst findet Versorgung, und zwar aller Menschen, egal ob sie viel oder wenig Geld haben, aller Menschen, hinsichtlich ihrer jeweiligen Kaufwünsche, Konsumgüter oder Produktionsgüter oder was auch immer, gar nicht erst statt. Jeder Kauf macht das. Ob einem das jetzt nun klar ist oder nicht, ob es einem gefällt oder nicht. Das ist die Sache, der sich jeder Käufer in jedem Kauf abzustellen hat, egal ob er jetzt mit viel oder mit wenig Geld ausgestattet ist, sonst schiebt sich eben nichts. Wenn ich gesagt habe, nur unter der Bedingung der Geldzahler kommen Käufer überhaupt nur an die Gegenstände ihres Bedarfs ran, dann habe ich das nur betont. Und mit dem nur will ich eine Notwendigkeit in dieser Gesellschaft betont haben. Die sagt nämlich aus, dass am Geld als Bedingung immer zugleich noch was anderes hängt. Wenn Geld die Bedingung ist, ohne dass der Kauf nicht zustande kommt. Wenn also diese Bedingung überhaupt erst ermöglichen soll, den Zugriff auf die Gegenstände des Bedarfs, dann kann sie diesen Zugriff auch immer verunmöglichen. Denn ist die notwendige Bedingung, Geld, nicht gegeben, hat die Trennung zwischen Gebrauchsgegenstand und Bedürfnis weiterhin Bestand. Kommen Ware und Bedürfnis nicht zustande. Es hängt also von nichts anderem an, inwieweit die Bedingung in der Tat real wird. Aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit wird. Möglichkeit und Wirklichkeit sind erstmal nicht dasselbe, wie jedermann weiß. Da mag also das Bedürfnis des Menschen noch so ausgeprägt sein, und der Geldbeutel noch so leer sein und drittens die Schaufenster noch so voll sein. Keine Gütermasse, kein Gut ist für das Bedürfnis verfügbar, wenn diese mögliche Bedingung nicht zum wirklichen Realisierungsmittel wird. Warum das so ist, ist damit noch nicht geklärt. Ich habe erstmal nur darauf verwiesen, so ist es, das passiert mit jedem Kauf. Ich wollte erstmal nichts anderes machen, als die Unwahrheit dieser ersten Zitate, dieser Grundaussagen über die Marktwirtschaft nachweisen. Ehe ich jetzt nun in der Kritik weitergehe, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, wie wird denn aus der Möglichkeit, also aus der Geld als Bedingung in der Wirklichkeit, wie kommt man an Geld ran? Möchte ich einen ersten Blick auf die Eingangswidersprüche werfen, von denen nämlich mindestens die ersten beiden schon geklärt sind. Wenn ich nur darum bitten darf, dass ihr sie aufschlagt. Das erste, da hocken Menschen mit den Schuhen, ich habe Hunger vor Schaufenstern und Kaufhäusern, die mit Lebensmitteln gut gefüllt sind.
dass Bettler oder sonstige armen Leute vor gut gefüllten Schaufenstern hungern, steht exemplarisch für diese Gleichung, die der Marktwirtschaft zugrunde liegt, nämlich der Ungleichung zwischen Vorhandensein von Güterüberfluss und Verfügung. Verfügung ist nichts bei den Menschen, Güterüberfluss kann er sich anlassen. Die Erfahrung, dass ein Bedürfnis auch angesichts eines Überflusses an Gütern für sich nichts gilt, ist handgreiflich. Der Mensch, der vor dem Schaufenster bettelt, kann die vom Verkäufer erhobene Geldforderung nicht erfüllen. Das ist damit erklärt. Es bleiben aber noch zwei weitere Fragen übrig. Die erste Frage, die noch offen ist, wenn in der Theorie über die Marktwirtschaft Geld doch als Mittel des Zugriffs jetzt lobend vorgeführt wird, Mittel des Zugriffs auf Gebrauchsgegenstände, ist unklar, warum es den Menschen an Geld fehlt. Es sei doch als Mittel, ist doch als Mittel bestimmt. Ja, hat das, wieso hat das denn nicht, wenn es so das Mittel der Bedürftigen sei? Ist eine Frage, die sich daraus zwangsläufig ergibt. Und die nächste Frage heißt, warum greift denn der Mensch mit Hunger nicht einfach zu? Gilt denn sein Hunger nicht mindestens so viel wie die Geldforderung der Unternehmen? Frage, die man sich stellen muss an der Stelle. Jedermann weiß, ist nicht der Fall. Aber warum? Die andere Seite, zweiter Widerspruch. Da stöhnen Betriebe über Absatzprobleme, sehen ihren Geschäftserfolg, also den Überfluss an erzeugten Produkten in Gefahr. Das ist sozusagen die spiegelbildlich andere Seite. Überfluss als Zeichen von Krise. Schon eine merkwürdige Sache. Ganz viel ist von dem Zeug da, das ganz viel Bedürfnis befriedigen kann. Hier und anderswo. Wäre doch klasse. Ist doch toll. Nein, Geschäfte sagen Krise, weil der Überfluss an Gütern, der ist nämlich für die Geschäfte überhaupt kein absoluter Überfluss, der sich nur bemisst an gesellschaftlichen vorhandenen Bedürfnissen. Und da gäbe es ja genug Interessen, nicht nur hier, sondern anderswo auf der Welt erst recht. Der Überfluss ist nicht absolut, er ist ein relativer Überfluss, nämlich relativ allein im Verhältnis zur Kaufkraft der Bedürftigen. Die Krise des Geschäfts, die der Unternehmer beklagt, der Arme, wir haben ganz viel Mitleid mit ihm, besteht also darin, dass der Geschäftsmann auf Massen an Gebrauchswerten sitzt, die Bedürfnisse befriedigen können, aber den Bedürftigen von ihm vorenthalten werden, weil es ihnen an Geld mangelt. Und Geld nun mal das Einzige ist, was der Inhalt seines Interesses ist. Das ist die Erklärung. Es schließen sich aber auch hier fast dieselben Fragen an, die ich eben zu Widerspruch 1 genannt habe. Wieso gilt das als völlig selbstverständlich, dass eher Produkte auf Lager gehen oder vergammeln als Bedürftigen zugefügt werden? Warum verschenkt der Unternehmer die Produkte nicht einfach? Und zwar nicht nur die Vergammelten aus dem Container, sondern alle. Oder anders, nochmal dieselbe Frage von oben, warum greifen die Menschen mit Bedürfnis nicht einfach zu und erlösen den Unternehmer aus seiner Krise? Die ersten beiden Widersprüche sind erstmal damit soweit abgefrühstückt. Was wird jetzt eigentlich im Weiteren über das Geld behauptet? Es ist immer noch Gegenstand dieses Zitat, dieses letzte Zitat über das Geld. Ich will mich mal einen Moment mit der Begründung, die dieses Zitat enthält, befassen. Geld vereinfacht den Tausch und ohne Geld könnte man den Bäcker nicht bezahlen. Das ist eine Begründungstour, die man in der Schule lernt. Wie gesagt, ich glaube in der Uni auch. Deswegen kurz die Widerlegung.
Dieses Argument lebt von einer Vorstellung, die mit Marktwirtschaft gar nichts zu tun hat. Sie lebt von einer Vorstellung, die den Produktentausch, einer Ökonomie des Produktentausches, entnommen ist, nicht aber der Marktwirtschaft. Es folgt folgender Logik. Stellen wir uns doch mal die Marktwirtschaft als etwas vor, was sie gar nicht ist. Stellen wir uns mal vor, wir alle als Käufer seien zugleich die Produzenten der Güter. Dann wäre ich Produzent von Kohl für mich, für den Konsum, wollte aber auch Socken haben, was dann natürlich schwierig ist, einen Sockenproduzenten zu finden, der sie überhat und der zugleich Kohl haben möchte. Das kennt ihr, diese Argumentation. Die Begründung der Güte des Geldes geht also so, dass in die Marktwirtschaft zum Lob des Geldes ein Problem hereingedacht wird, das es in ihr gar nicht gibt. Produktentausch, lebt von der Vorstellung, alle, die Dinge haben wollen, seien zugleich Produzenten. Jeder hier im Saal müsste dann nicht nur einer sein, der was haben will, also Socken, sondern auch zugleich Kohl und anderes produzieren. Jedermann weiß aber hier im Saal, dass das nicht der Fall ist. Die große Masse der Menschen hier sind eben keine Produzenten. Die Art und Weise, wie jedes Geld gelobt wird, mit der Verwandlung der Marktwirtschaft in eine Ökonomie, die mit ihr nichts zu tun hat, ist von vorne bis hinten gemogelt. Auch das mit dem Bäcker. Müsst ihr an Professoren oder an Lehrern was sagen. Und das mit dem Bäcker ist auch blöd. Natürlich stimmt es erstmal, ohne Geld käme ich an die Brötchen nicht ran. Klar. Nur dann, wenn ich Geld habe, kann ich kaufen. Das hatten wir. Aber der Fehler in dieser Begründung ist folgender. Ich sage es mal theoretisch vorweg. Es wird die Funktion des Geldes, das Geld als Kaufmittel, als Mittel zum Kaufen, zu Preisen, zugleich gleichgesetzt, damit dass die Käufer über das Geld verfügen. Ja, woher denn das, bitteschön? Quatsch. Wenn ich weiß, dass es ohne Geld kein Brötchen gibt, wenn ich das weiß, bin ich doch nicht schon Geldbesitzer. Dann weiß ich bloß, ich habe keins und ohne das Geld, was ich nicht habe, komme ich nicht ran. Die Vorstellung hier heißt aber über diese ohne das Logik, Funktion als Kaufmittel, Geld weggedacht und Geld wieder hergedacht, dann ist es in der Verfügung des Käufers. Ich mache diese Logik. Diese Ohne-das-Logik, ja, da muss man sowieso mal aufpassen, noch mal ein bisschen genauer. Der erste Schritt ist also bei dieser Ohne-das-Logik, ich denke mir, beim Bäcker war das Geld weg. Stehe also vor dem Bäcker, will Brötchen haben und habe nichts. Blöd. Jetzt muss natürlich in dieser Logik der Theoretiker sich weigern, auf den Gedanken zu kommen, zu sagen, no, aber die Brötchen sind doch da und ich habe Hunger, ich nehme sie mir. Das muss von vornherein in der Logik ausgeschlossen sein. Sondern umgekehrt folgt aus der Ohne-das-Logik nichts anderes, als dass die Verfügung über Geld dann wie die Erlösung daherkommt. Das Geld wird also automatisch wieder unterstellt beim Käufer unterstellt. Und jetzt geht der Zugriff. Woher das Geld kommt? Wieso es jetzt auf einmal da ist, warum man das Geld überhaupt dafür braucht, Fragen, die nicht gestellt werden. Geld ist klasse, ist das Ergebnis, und dieser theoretische Fehler ist notwendigerweise darin impliziert. Man kann sich diese Absurdität der Gleichsetzung von Geldfunktionen, was das Geld leistet als Kaufmittel, mit der damit automatisch unterstellten Käuferverfügung über Geld, im Bäckerbeispiel, auch noch in anderer Weise mal klar machen. Es belehrt nämlich nicht nur ein Blick in unseren Geldbeutel beim Shoppen,
dass es sich der Sache immer nach und bei jedem Käufer, auch wieder bei jedem, mit viel und wenig im Portemonnaie, schlicht umgekehrt verhält. Dass man Geld zum Kaufen braucht, heißt eben nicht, dass man es immer dann und auch noch im verlangten Umfang hat, wenn man es braucht. Es passt sich der Geldbeutel, ich sag's mal so, es passt sich der Geldbeutel eben nicht den Bedürfnissen und ihren Preisen an und den Preisen der Güter an, sondern die Bedürfnisse haben sich umgekehrt, das weiß doch jeder, dem Geldbeutel anzupassen. Angesichts eines existenten, produzierten Güterreichtums ist dieser Umstand, Bedürfnisse haben sich dem Geldbeutel anzupassen, immer das Resultat dafür, dass Leute mit relativ wenig im Beutel ständig die Frage stellen, kann ich mir das leisten? Und diese Frage, kann ich mir das leisten, immer einschließt, ich muss auf Bedürfnisse, die ich habe, verzichten. Und zwar als meine eigene Leistung. Ich muss da verzichten. Das wird da verlangt, diese Umdrehung. Bedürfnisse bestimmen sich, die Befriedigung der Bedürfnisse bestimmt sich über das, was ich im Geldbeutel habe und nicht das, was ich im Geldbeutel habe, nach den Preisen der Gegenstände, nach denen ich Bedarf habe. Schließt immer diese Hierarchisierung von Bedürfnissen, die doch eigentlich erstmal alle gleich gelten. Wieso soll ich denn den Kauf eines Smartphones, soll das weniger wichtig sein, als zum Beispiel mir eine Pizza zu kaufen? Das sind unterschiedliche Bedürfnisse. Nicht im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist dafür gesorgt, durch dieses Verhältnis, was ich gerade entwickelt habe, Bedürfnisse richten sich nach dem, was im Geldbeutel ist. Notwendigerweise verbunden damit, dass sich jedermann Verzicht auferlegen muss. Den Grad von Freiheit, den man sich auf dem Markt herausnehmen kann, und da hatte ich am Anfang gesagt, dass mit der Freiheit stimmt. Ich kann mir auswählen, was ich kaufen will, ist aber jetzt näher bestimmt, der Grad der Freiheit. Der Grad der Freiheit ist nicht durch das Bedürfnis bestimmt, sondern der Grad der Freiheit ist allein bestimmt durch das Quantum Geld, wie man das sich verfüge. Man geht immer mit einem bestimmten Geldquantum, über das man verfügt, warum auch immer, da komme ich gleich im letzten Teil drauf, zum Einkaufen. Die Freiheit des Käufers hat sich dabei seinem ihm zur Verfügung stehenden Geldquantum zu unterwerfen. Das Geld ist dann nicht der Diener des Bedürfnisses des Käufers, sondern es ist umgekehrt. Auf dem Markt unterwirft sich jedes Bedürfnis zwangsläufig der Geldforderung des Käufers. Erstens ganz prinzipiell und zweitens hinsichtlich der verlangten Qualität, die einem schon der Preis zeigt. Das heißt aber, jedes Bedürfnis gilt im Kapitalismus nichts für sich. Nichts für sich. Sondern nur, wenn es seine marktwirtschaftliche Berechtigung nachgewiesen hat. Seine marktwirtschaftliche Berechtigung kann es aber nur nachweisen, indem es zeigt, dass und wie es mit Geld ausgestattet wird. Sonst zählt das Bedürfnis nichts, wie an den Extrembeispielen, die ich in dem ersten Widerspruch benannt habe, deutlich wird. Das ist übrigens die Wahrheit über die Konsumfreiheit. Ich würde mich nicht anheischig machen zu sagen, das ist dann keine Freiheit. Mit jedem Geldquantum, sei es viel oder wenig, kann ich mir aussuchen, was ich mache. Dann habe ich die Freiheit, mit wenig bei all die verschiedenen Sachen einzukaufen oder bei, wo ist jetzt hier, bei uns ist das Gras auf der Suche. Also ich würde die Freiheit nicht leugnen. Nein, das muss jeder für sich entscheiden. Aber die Freiheit existiert überhaupt nur unter der Bedingung, dass sein Bedürfnis über diese kapitalistische Berechtigung, über Geld zu verfügen,
nachweisen kann. Die entscheidende nächste Frage. Wie kommen denn die Menschen an Geld? Habe ich nicht geklaut. Habe ich geschenkt gekriegt. Wie kommen die Käufer an dieses elementare Moment zum Nachweis der Berechtigung ihres Bedürfnisses im Kapitalismus ans Geld? Beziehungsweise, das kann man vielleicht sogar noch vorziehen, warum setzt sich das Bedürfnis für sich nicht einfach gegen den Verkäufer durch? Wo es doch erstens keinen Naturmangel mehr gibt. Alle Sachen sind massenhaft produziert und können aufgrund der gestiegenen Produktivkraft der Arbeit immer massenhafter produziert werden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, gilt denn das Bedürfnis der Menschen im Verhältnis zum Käuferinteresse nichts? Also warum setzt sich so ein Bedürfnis nicht einfach für sich durch? Das will ich als erstes erklären. Dabei ist festzuhalten, dass sich kein Käufer, das gilt für jeden hier im Saal, dieses Dienstverhältnis am Gelderwerbsinteresse des Verkäufers ausgesucht hat. Das ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Der Käufer, und zwar jeder, groß und klein, will nur an seine Lebensmittel oder an seine Produktionsmittel herankommen, sonst nichts. Der will nur an die Gegenstände seines Bedarfs herankommen. Jeder Käufer will also eigentlich nichts anderes als nur Güter für die Bedürfnisse. Kein Mensch macht sich deswegen von sich aus, weil er sich nachts überlegt hätte, die Sache mit der Geldverfügung zum Anliegen. Wie auch? Wäre ja auch blöd. Alle Sachen, die er haben will, gibt es in Hülle und Fülle. Das nützt aber nichts. Er muss sich zunächst, unterstrichen muss, sich zunächst ein eigentlich ihm fremdes Anliegen, Geld aneignen, zum eigenen Anliegen machen. Er ist genötigt in dieser Gesellschaft, sich zunächst Geldaneignung zu seinem Interesse zu machen, obwohl es gar nicht sein Ausgangsinteresse ist. Mit dem Interesse Geldaneignung ist er gar nicht angetreten. Angetreten ist er mit, ich will folgende Bedürfnisse befriedigen und dafür folgende Güter haben. Dieses Interesse wird ihm vielmehr aufgenötigt, und zwar nicht nur einmal, sondern sein ganzes Leben. Es ist die entscheidende Bedingung seines ganzen Lebens, sich für sein elementares, individuelles Interesse, Bedürfnis zu befriedigen, ein ihm erstmal der Sache nach fremdes Interesse und einem fremden Interesse zu unterwerfen, Geld aneignen. Er muss sich beim Kauf einem Zweck widmen, der ihn von seinen materiellen Bedürfnissen erstmal wegbringt, Geld aneignen. Sein Zweck ist Bedürfnis. Ihr kennt alle oder Sie kennen alle diesen Spruch, diesen Scherz, den ich eigentlich nicht mag, aber der hat hier seine Berechtigung. Geld ist nichts zum Essen. Geld kann man nicht essen. Stimmt. Die Wahrheit an diesem Spruch, der vielfältig in unguten Zusammenhängen benutzt wird, die Wahrheit an diesem Spruch ist dieses Verhältnis. Der muss sich ein ihm erstmal aufgenötigtes Interesse, gar nicht aus ihm kommendes Interesse, zu eigen machen, wenn er überhaupt sein eigenes Interesse an Gebrauchsgütern bedienen will. Beleg für aufgenötigt. Muss ich nicht groß illustrieren, wer die zitierte Marktfreiheit mal missversteht, sie wörtlich nimmt
und sich in der üppig bestimmten Warenwelt nach Maßgabe seines Bedürfnisses, weil die ersten Zitate hießen, ja, das alles für die Bedürfnisse produziert. Mal einfach so, also bargeldlos bedient, der sorgt zwar dazu, dass vernünftigerweise, um Willy Brandt zu zitieren, zusammenkommt, was zusammengehört. Der Gegenstand des Bedürfnisses zum Bedürfnis. Aber der muss, wie jedermann weiß, mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen. Denn so etwas gilt hierzulande als Rechtsverstoß. Nicht als vernünftige Umsetzung des Verhältnisses von vorhandenen Gütern zu ihrem Bedarf, sondern als Rechtsverstoß. Der Mensch ist Dieb und wird bestraft, wenn er geschnappt wird. Da kann er noch so sehr auf der Wache, auf der Vernunft seines Handelns bestehen, noch so sehr auf der Wache vor den Blauuniformierten, oder sind sie hier grün, ich weiß es gar nicht, die Theoretiker der Marktwirtschaft zitieren und beispielsweise sagen, ich habe gelernt, ein Markt besteht aus allen tatsächlichen und potenziellen Abnehmern mit einem spezifischen Bedürfnis, welche die Unternehmung mit ihren Produkten zu befriedigen versucht. Was habe ich denn anderes gemacht als das? Das hätte er gelernt. Und jetzt kommt er eben nicht nur an die Brötchen auf diese Art und Weise nicht, sondern muss auch noch draufzahlen, Strafzahlen. Für den Käufer ist also das Geldverlangen des Gebrauchsgüterproduzenten, des Verkäufers, ein ihm aufgemachter staatlicher Zwang, deswegen Rechtsverstoß. Und der Dieb könnte, eigentlich jeder von uns könnte und kann daran merken, dass nämlich der staatlich verfügte Nachweis der marktwirtschaftlichen Berechtigung seines Bedürfnisses immer mit dem Interesse des Verkäufers zusammenfällt. Hey, du musst die Berechtigung, die marktwirtschaftliche Berechtigung, erstmal erbringen, Geld haben. Das als Rechtsverhältnis ihm aufgenötigt und von jedermann übrigens selbstverständlich jeden Tag 10-mal exekutiert, ist nichts anderes als staatlich verfügte Unterstreichung oder Billigung des Interesses des Verkäufers an Geldeneignung. Es wird also das Interesse aller Produzenten, Verkäufer, über die staatliche Vorschrift als alternativlose Vorschrift ins Recht gesetzt, rechtsgültig gemacht, deswegen Strafe. Es ist dieser mit Staatsgewalt gesicherte und überwachte Weg. Zahlen müsste. So per Staatsgewalt hierzulande ins Recht gesetzt. Nochmal ein Beleg dafür, dass es sich so verhält. Jedermann weiß, wenn in irgendeiner Situation, in den Metropolen oder in den Drittweltländern, mal Staatsgewalt, die das Eigentum der Geschäftsleute schützt, ausfällt. Das machen die Menschen mit wenig Geld, dann kommen wir mit den Plündern. Sie pfeifen auf den Rechtsschutz und sagen, mein Bedürfnis ist mir wichtiger, als mich diesem marktwirtschaftlichen Berechtigungsausweis zu unterwerfen, wo ich da immer sowieso so schlecht wegkomme. Plündern. Bei Überschwemmungen oder bei dieser einen Katastrophe in New York, wo das Licht ausgefallen ist. Licht als die notwendige Voraussetzung zur Ausübung von Staatsgewalt ist so. Elektrizität ist ausgefallen, schon wird geprüft. Also das nochmal als Beispiel dafür. Warum ist das so? Warum legt der Staat so einen großen Wert darauf? Sodass er selbst bei kleinen Vergehen gegen diesen marktwirtschaftlichen Berechtigungsausweis zuschlägt. Was liegt daran, dass dieser staatliche Schutz dem entscheidenden, grundlegenden Verhältnis in der Marktwirtschaft dient?
Was damit nämlich geschützt wird, ist nichts anderes als das marktwirtschaftliche Heiligtum, das Privateigentum. Nichts anderes als das wird damit geschützt. Das mal ausgeführt. Was hat es damit auf sich? Ökonomisch stellt sich das erstmal so dar. Alles, was als Ware produziert worden ist, gehört jemandem. Ist irgendeines privaten Menschen Eigentum. Und Eigentum heißt erstmal nichts anderes, mit dem kann er machen, was sein Interesse ist. Alles, was also zum Zweck des Verkaufs produziert wird, unterliegt der ausschließlichen Verfügungsmacht einer Privatperson oder dem entsprechenden juristischen Verhältnis. Er kann damit machen, was er will. Das Interesse des Verkäufers als Eigentümer ins Recht gesetzt, hat diese staatliche Regelung gehalten. Kleines Beispiel, ich glaube, vielleicht kennen das einige schon. Habe ich selbst erlebt, Karstadt. Spielwarenabteilung. Mutter mit Kind. Kind geht in die Spielwarenabteilung, greift sich ein Bär, setzt sich ins Spiel. Mutter, was sagt Mutter? Leg das hin, das gehört nicht dir. Was sagt das Kind? Das macht nichts. Das kann ruhig Onkel Karstadt gehören, ich will bloß mitspielen. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig von dem Kind gedacht. Hat natürlich damit seine marktwirtschaftliche Unmöglichkeit unter Beweis gestellt. Aber erstmal ist es vernünftig, weil es die Sache hat, Eigentumstitel für sich, wessen Schild drauf, wessen Name draufsteht, das ist mir noch egal. Ich will doch bloß mitspielen. Ich will es ihm noch gar nicht wecken. Nur mitspielen. Trennung von Eigentum und Besitz. Wunderbar erkannt. Nein, darf nicht sein. Eigentum heißt hier eben zugleich, jede Benutzung ist an nichts anderes geknüpft, als sich mit dieser Privatperson und ihren Interessen ins Benehmen zu setzen. Erst einmal unterliegt alles, was hierzulande produziert wird in der Ökonomie, ich rede nicht von den Kartoffeln hinterm Haus, in der Ökonomie produziert wird, unterliegt der ausschließlichen Verfügungsmacht einer Privatperson, die rechtlich geschützt ist. Und nur der rechtliche Schutz sorgt dafür, dass dieses Privateigentum hier gilt. Siehe nochmal das Plünderungsbeispiel oder das Beispiel des kleinen Mädchens von Karstadt. Da hat die Mutter nämlich gesagt, als Kind sagte, ich will da bloß mit spielen, das kann ja ruhig auch für Karstadt gehören. Wenn du es nicht hinlegst, kommt der Polizist und nimmt dich mit. Sofort weg von dem Verhältnis, dass das Kind interessiert. Da ist ein Ding, in dem ich spielen kann, hier habe ich ein Bedürfnis zum Spielen. Und Privateigentum einfach nur so, ohne Rechtsschutz, stört mich doch gar nicht. Also muss die Mutter sagen, hallo, Staatsgewalt, mit in meinen Worten, dazwischen. Die Verrücktheit mit dem Privateigentum geht aber noch einen Schritt weiter. Denn bekanntlich hat, wie jedermann weiß, die Verfügung des Eigentümers über die Waren hierzulande nicht den Zweck, dem privaten Verbrauch des Eigners zu dienen. Deswegen werden die Sachen nicht produziert. Auf der einen Seite sitzt der Eigentümer, der Produzent, drauf, aber weder verbraucht er sie ausschließlich für sich, noch rückt er sie einfach so an Bedürftige heraus. Es ist also nichts anderes als das staatlich geschützte Eigentum an produzierten Gütern, dass dieses unmittelbar eigentlich sachgemäße Verhältnis zwischen Gebrauchsgut und Gebrauch, zwischen Produkt und Bedürfnis zerreißt. Das leistet das Eigentum, weil alle Sachen ein Eigentum, einen Eigentümer haben, der mit ihm nichts anderes machen will, das wissen wir jetzt, als es gegen Geld rauszurücken. Es ist das Eigentum, was diesen unmittelbar
einleuchtenden Zusammenhang zwischen vorhandenen Gütern und dem Bedarf nach ihnen zerreißt. Er will sie ja gar nicht behalten, wissen wir. Man könnte sogar umgekehrt sagen, er will sie loswerden, und zwar alle und obendrein noch so schnell wie möglich, und zwar ausschließlich, das haben wir jetzt gesagt, gegen Geld, das als Kaufkraft bei den Käufern. An das will er ran. Das ist der ganze Zweck der Geschäftsleute, der im Privateigentum eingeschlossen ist. Geld am Eigentum. Was sollte das Privateigentum der Geschäftsleute auch sonst für einen Sinn im Kapitalismus machen? Die Privateigentümer produzieren nicht fürs Verteilen. Das wäre ja gleichbedeutend mit dem Verschenken ihres Privateigentums. Nicht für den eigenen Verbrauch. Sie produzieren. Das ist die logisch notwendige Konsequenz aus der Produktion von Gütern als Privateigentum für Geldanlagen. Festzuhalten ist damit Folgendes. Dieser Sachverhalt, es ist das staatlich geschützte Privateigentum, das jedermann nötigt, das Geldinteresse der Privateigentümer als Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt an Sachen rankomme, anzuerkennen. Damit das Interesse der Geldaneignung der Privateigentümer anzuerkennen. Dieser Sachverhalt betrifft eben nicht nur einen Ausschnitt des gesellschaftlichen Lebens hierzulande. Es verhält sich umgekehrt. Daran hängt der ganze materielle Lebenszusammenhang dieser kapitalistischen Gesellschaft. An diesem elementaren, ärgerlichen Zusammenhang, der einem aufgenötigt wird, der kein Käufer sich von sich aus ausdenkt. Jedermann, egal ob Hausfrau oder Studentin, ob Manager oder Professor, ob Arbeiter oder Hartz-IV-Empfänger, hat sich diesem Zusammenhang anzudienen. Und letztlich heißt das nichts anderes, als die Versorgung der Gesellschaft mit Gütern über den Markt nur in der Weise und nur in dem Maße stattfindet, wie Geschäfte zu machen sind. Was an Bedarfsdeckung in dieser Gesellschaft überhaupt nur herauskommt, ist abhängig von der Variable Geschäfte machen der Privateigentümer, denen es nur um Geldaneignung geht. Das ist die Etablierung von Geld als Zweck in dieser Gesellschaft, dem sich alles, was wir als Käufer, ich nehme mal an, dass hier wenige Privateigentümer von Produktionsmitteln sitzen, dass wir einem Zweck, dem wir uns unterwerfen müssen, obwohl wir einen ganz anderen Zweck haben. Unser Zweck als Käufer, und wir sind in der Ökonomie vor allen Dingen erstmal als Käufer, weil als Verdiener, da komme ich als letztes drauf tätig, haben uns diesen Zweck, Geld der anderen Seite zu unterwerfen. Dann schiebt sich nichts. Letzte Frage. Es braucht also jedermann Geld. Sich in den Besitz von Geld zu bringen, ist eine jedermann aufgemachte Notwendigkeit. Aber wie geht es nun, sich in die Verfügung dieses Kaufmittels zu bringen? Festzuhalten ist, ich sage es erstmal wieder negativ, dass es so eine Vorschrift überhaupt nur geben kann, wo ein hinreichendes Quantum Geld im Geldbeutel der Käufer nicht einfach jedermann gemäß seiner Bedürfnisse zugänglich gemacht wird. Zum Beispiel bei allen guten Banken und Sparkassen, man holt sich ab, was man braucht. Punkt. Was auch nicht diese Verfügung über das aufgeherrschte Geldmittel ausmacht, ist, es gemäß der eigenen Bedürfnisse zu drucken. Das ist eine ziemlich einfache Sache. Auch verboten. Also diese auf der Hand liegenden Möglichkeiten, sich wirklich gemäß seiner eigenen Bedürfnisse
in den Besitz von Geld zu bringen, sind gerade verboten. Aber wenn die Theorie der Marktwirtschaft behauptet, Geld sei ein Mittel der Bedürfnisbefriedigung, dann unterstellt sie eigentlich so etwas. Na, wie kann denn Geld als Mittel der Bedürfnisbefriedigung sein, wenn es nicht da ist? Wenn es immer fehlt oder zu wenig ist, dann wäre es doch kein. Also nimmt man auch hier mal wieder die Theorie über die Marktwirtschaft ernst, dann hieße das nichts anderes, dass eigentlich immer gemäß der Preise der Güter, die ich haben will, die mein Bedürfnis befriedigt, bei mir Geld da sein müsste. Nur so würde es doch tatsächlich mal ernst genommen den Zweck Mittel für mich erfüllen. Dann wäre das Mittel für meinen Zweck Aneignung der Gegenstände meines Bedarfs. Aber denkt mal oder denken Sie mal diesen Gedanken, diesen in der Tat albernen Gedanken zu Ende, dann würde das Geld ja überflüssig sein. Denn wenn alle immer genug von dem Zeug hätten, die Käufer genauso wie die Verkäufer, dann würde der Verkäufer glatt die Zahlung mit dem Bemerken zurückweisen, lass mal, ich habe selber genug. Der ganze Geldverkehr würde sich, wenn man diese Sache mal ernst nimmt, in der Tat aufheben. Notwendigerweise ist daraus ein Schluss zu ziehen. Der Schluss heißt, der Geldzwang, dieser jedermann aufgeherrschte Dienst am staatlich geschützten Privateigentum, bedeutet, dass Geld verdient werden muss. Verdient werden muss. Da muss man das Wort Dienst auch mal ernst nehmen. Ich führe es gleich aus. Es muss verdient werden. Es ist nicht einfach so da, gemäß der Preise der Güter meines Bedürfnisses. Nein, ich muss Anstrengungen unternehmen, um an es ranzukommen. Was hat es damit aus sich? Bereits ein oberflächlicher Blick auf alles Verdienen im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, zeigt, dass sich die Käufer nach ihren Verdienstmöglichkeiten schwer unterscheiden. Vielleicht sogar auch hier. Das für jedermann notwendige Geld verdienen, macht den größten Teil der Menschen schon die eine oder andere oder auch ganz erhebliche Schwierigkeiten, wie man weiß. Das Verdienen in dieser Gesellschaft führt eben nicht dazu, dass die Verdiener das kaufen können, was sie für ihre Bedürfnisse benutzen wollen. Deswegen gibt es ja auch die von niemandem, selbst von dem Theoretiker der Marktwirtschaft, nicht bestrittene Sortierung der Gesellschaft nach Arm und Reich. Das sind alles Verdiener, Groß- und Klein- und Mittelverdiener, welche, die viel verdient haben, wenn entsprechend größere Freiheiten beim Ausgeben haben und umgekehrt. Diese Schwierigkeiten, Groß- und Kleinverdiener beim Verdienen, verweisen nicht darauf, dass die nicht Schlechtverdiener faul sind, sondern die haben ein System. Erklären sich aus dieser Sorte Ökonomie, sind im Kapitalismus notwendig, kann ich auch sagen, gehören fest dazu und sind übrigens, ich sage gleich vorweg, wird meine Schlussbemerkung nochmal werden, durch keine Sorte Umverteilung zu beheben. Ich erinnere an den Einstieg, das ist die Abteilung kritische Reform. Begründung für die Sortierung innerhalb der Verdienstmöglichkeiten. Wenn hierzulande jedermann Geld verdienen muss, dann muss, ganz einfacher logischer Schluss, irgendwo in der Gesellschaft Geld, das verdient werden soll und will, vorliegen. Jedes Verdienen setzt immer schon an der anderen Stelle Verdientes voraus. Geht gar nicht anders. Dieser merkwürdige Zirkel löst sich aber eigentlich sehr schnell auf. Es kommt nämlich beim Verdienen immer schwer darauf an, ob jemand selbst über eine eigene Verdienstquelle verfügt
oder eben nicht über eine eigene Verdienstquelle verfügen. Was ist damit gemeint? Ein Blick in die kapitalistische Wirtschaft zeigt, wie sich Menschen nach Verdienstquellen sortieren. Nicht wie, sondern vor allem auch, dass sich Menschen hierzulande primär nach ihren Verdienstquellen sortieren. Beispiel: Da gibt es Menschen, die verfügen über Mietshäuser als Geldquelle. Die verfügen über Grundstücke als Geldquelle. Die verfügen über Geldguthaben als Geldquelle. Oder eben auch über ein Unternehmen, da haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, der einen oder anderen Art. Das sind eben die Warenproduzenten, die vorher schon immer vorgekommen sind. Diese Verdienstquellen, die ich jetzt genannt habe, werfen Geld ab. Aber aus welchem Grunde? Sie werfen Geld ab aus keinem anderen Grunde, als dass sie Privateigentum desjenigen sind. Aus keinem anderen Grunde. Mit dem staatlich gesicherten exklusiven Verfügungsrecht über das Seine kassiert der Vermieter Miete. Kassiert der Grundstückseigentümer Pacht. Der Aktienbesitzer Zinsen. Oder der Unternehmer als Privateigentümer seine Gewinne per Warenverkauf. Und die meisten dieser Privateigentümer, das soll ich nochmal unterstreichen, es ist allein das Privateigentum, das ihn dazu berechtigt, tun selbst dafür, dass sie diese Verdienstquelle haben und schöpfen selbst keinen Anschlag. Das will ich Ihnen übrigens nicht vorwerfen, das wäre mir sehr lieb, wenn alle in dieser famosen Lage wären. Wofür das nur steht, ist eben das Privateigentum, das rechtlich gesicherte Privateigentum, gibt Ihnen dieses staatliche Recht, das Eigentum als Verdienstquelle zu nutzen. Deswegen und nur deswegen, weil es daneben eben die übergroße Masse an Menschen ohne eigene Verdienstquelle gibt. Die 90% oder wie viele es auch immer sind. Alle diese Menschen besitzen zwar ein Auto, vielleicht eine Wohnung mit gut gefülltem Kühlschrank, ein Handy und so weiter. Aber all das, was sie da haben, ist keine Verdienstquelle. Ist zwar ihr Eigentum, aber wirft kein Geld ab. Sondern hat sie, wenn sie sich das als Konsumgüter angeeignet haben, was gekostet. Vielleicht kann man jetzt sagen, ja, die haben doch was. Sie haben eine Qualifikation, sind gesund, arbeitsfähig und so. Aber mit diesen Eigenschaften können sie von sich aus gar nicht ans Werk gehen und sich die Güter ihres Lebens selbst produzieren. Wie will man denn bloß mit einer Qualifikation, mit einer Arbeitsbereitschaft und mit einiger Muskelkraft für sich Güter produzieren? Das geht nicht. Von sich aus können sie das nicht. Es fehlt ihnen schlicht an den Mitteln zur Produktion. Und es fehlt ihnen an jenem Geldhaufen, das notwendig ist, um sich Mittel der Produktion anzueignen. Sie sind von denen durch die Menschen mit der anderen Verdienstquelle getrennt von allen Mitteln der Produktion. Was sie haben, von mir aus kann man auch sagen, worüber sie verfügen, in Anführungszeichen, ist nichts, mit dem sie aus eigener Kraft irgendetwas für sich, für ihr Leben produzieren können. So gesehen ergibt sich aus den unterschiedlichen Arten von Verdienstquellen von Menschen mit und ohne Verdienstquellen eigentlich die gesamte Sortierung in dieser Gesellschaft. Das ist die entscheidende ökonomische Sortierung. Es ist nicht die einzige, aber es ist die entscheidende ökonomische Sortierung, aus der sich alle anderen Sortierungen ergeben.
die wenigen Mitverdienstquellen, wobei die Unternehmen die entscheidenden Verdienstquellen sind, und die große Masse derjenigen, die Verdienst brauchen, aber keine eigene Verdienstquelle haben und das, was sie haben, zu nichts Eigenem, nicht dazu taugt, sich selbstständig Gegenstände des Bedarfs anzuhören. Das ist die Lage, ich kann auch sagen, die hierzulande die Klassengesellschaft ausmacht. Das und nichts anderes ist gemeint mit Klassen. Das heißt, ich will noch einen Gedanken ranhängen, wenn diese Menschen ohne eigene Verdienstquelle sagen, aber ich bin doch auch Eigentümer, soll ich in meiner Wohnung kommen, hier ist mein Auto. So, da muss man sagen, stimmt, ist ein Eigentum. Aber bitteschön, hat dieses Eigentum, auf das du so stolz bist, eigentlich die im Kapitalismus notwendige und wichtige Qualität, Verdienstquelle zu sein? Da muss er passen. Da muss er passen, ist es nicht. Da muss er sagen, naja, ich schone es, weil es soll lange halten, weil es war so teuer und so weiter. Lauter Belege dafür, das ist keine Verdienstquelle, sondern das mehr oder weniger kümmerliche Resultat, was er mit seinem Verdienst gekauft hat und jetzt konsumiert. Und wenn es mit dem Konsum aus ist, dann ist es dann muss neu gekauft werden. Und wenn neu gekauft ist, ist das Kaufmittel erstmal weg. Das kommt nicht von allein wieder ins Portemonnaie, wie wir gesagt haben. Also deswegen kann ich ruhig mal sagen, Erwerbstätigen ohne Eigentum, auf das es im Kapitalismus ankommt. Ich kürze das mal eigentumslose Erwerbstätige ab. Jetzt wissen Sie oder wissen Sie, wie ich es gemeint habe. Die müssen also jemanden finden mit einer Verdienstquelle, für den sie sich nützlich machen können. Und die von ihrem Geld, das muss ja auch irgendwie bei ihnen als Verdientes vorliegen, Geld rausrücken, das ist der Lohn oder sowas. Damit haben wir aber das gesamte Leben dieser beiden Klassen bestimmende Verhältnis als Widerspruch an der Hand. Diese Privateigentümer, vor allen Dingen Geschäftsleute aller Art, müssen nämlich von dem, was sie an Geld verdienen oder verdient haben, für den Verdienst der Erwerbstätigen, wenn sie bei ihnen arbeiten, Geld rausbekommen. Immer müssen sie von ihrem Verdienst Geld rausbekommen, Geld weggeben, weil ihr Verdienst nichts anderes ist als das Resultat der Arbeit derjenigen, die bei ihm Geld verdienen wollen. Das ist ein heftiger Widerspruch, der sich auflöst, dass natürlich die Privateigentümer mit Verdienstquelle überhaupt nur so viel von ihrem Verdienten rausrücken wollen, dass das, was denn übrig bleibt, ihrem Interesse entspricht. Die kommen nicht auf die Idee, zu sagen, ich rücke so viel raus, dass ich die bei mir Beschäftigten ein gutes Leben machen kann. Nein, es ist ja bei ihnen dasselbe Interesse am Werk, Geld verdienen für ihren Zweck. Und ihr Zweck ist nun mal Eigentum vermehren und nichts anderes. Also ist das Abgeben von ihrem Verdienst, führt immer zum Mangel des Verdienstes bei denjenigen, die den Verdienst der anderen Seite erarbeiten. Das ist der ökonomische Grund dieser Sortierung von dauerhaft arm und reich. Die Lohnsumme, die verdient wird, und die Leute gehen nur wegen der Lohnsumme zum Arbeiten, deswegen auch sonst, ist immer ein Abzug von dem Verdienst, den die Arbeiter für die andere Seite erarbeiten. Das heißt, diese beiden Verdienste, der Verdienst des Privateigentümers, der dann von mir aus Gewinn heißt oder Profit heißt, und der Verdienst des Menschen, der da arbeitet, der heißt dann Lohn oder so weiter, stehen in einem unauflöslichen Gegensatz zueinander. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Man kann sich jetzt auch nochmal folgendermaßen klar machen.
diesen basalen Gegensatz, der sich am Geldverdienen, am doppelten Geldverdienen zeigt. Der Erwerbstätige, der eigentumslose Erwerbstätige muss nämlich, ich drücke das mal so aus, mit seiner Arbeit als doppelte Geldquelle fungieren. Er muss Verdienst für den Privateigentümer und Verdienst für sich erarbeiten. Wenn jetzt aber diese beiden Verdienste nicht einfach friedlich nebeneinander stehen und die beiden sich gütlich einigen, wie sie jetzt die Sache verteilen, damit beide nicht zu kurz kommen, sondern in einem Gegensatz stehen, dann heißt das, die Arbeit des eigentumslosen Erwerbstätigen muss sich für den Unternehmer rentieren, damit er überhaupt einen Lohn kriegt. Das aber bedeutet, dass sein Verdienst, jetzt mal quer über alle Lohngruppen hinweg betrachtet, immer beschränkt ist durch das Verdienstinteresse des Privateigentümers. Der nimmt, wie ich habe schon gesagt, beim Lohnzahlen eben nicht Maß daran, dass Erwerbstätige für ein ordentliches Leben eine Portion Geld brauchen. So etwas, diese Berücksichtigung der Lebensinteressen der eigentumslosen Erwerbstätigen liegt gänzlich neben seinem ökonomischen Interesse. Er hat zum Verdienst der bei ihm Beschäftigten folglich immer ein negatives Verhältnis, eine negative Stellung. Das ist immer ein Abzug von dem, was eigentlich mein Verdienst ausmacht. So, Schluss. Zwei. Eigentlich sind jetzt die nächsten Widersprüche 3, 4, 5, 6, 7 alle geklärt, woran sie liegen. Der dritte Widerspruch: Arbeiter müssen die Produkte ihrer eigenen Arbeit kaufen. Arbeiter gehen nicht in die Fabrik ins Büro, um mit ihrer Arbeit brauchbare Sachen herzustellen. Das tun sie zwar, aber ihr Zweck ist Geld verdienen, weil sie jeder eigenen Geldquelle ledig sind. Klar, deshalb auch die Verrücktheit, die Resultate ihrer eigenen Arbeit stehen ihnen als fremde Produkte, als ihnen nicht gehörige Produkte gegenüber. Und wer das im Betrieb nicht anerkennt, der kriegt es mit dem Werkschutz von Lehrern und Lehrerinnen zu tun. Deswegen ja auch die nächste Verrücktheit: Jetzt müssen Sie Produkte Ihrer eigenen Arbeit kaufen, mit dem Verdienst, was Sie erworben haben, mit der Herstellung Ihrer Produkte, müssen Sie Ihre Produkte kaufen. Manchmal sogar bei denselben Unternehmern, bei denen Sie gearbeitet haben. Dass Sie für dieses Geld immer noch kämpfen müssen, kämpfen müssen, ist damit auch erklärt. Der unmittelbare Gegensatz wird eben nicht aufgehoben. Der bleibt bestehen und die Lebensinteressen der Leute, die das Unternehmen nicht in die eigene Kalkulation einbeziehen, aber die natürlich die Verdienstinteressen der Arbeiter bestimmen, der Erwerbstätigen bestimmen, werden regelmäßig beschnitten und müssen erkämpft werden. Übrigens, Klammerbemerkung, es wäre heute auch noch ein Extras. Dieses kleine, simple Argument macht deutlich, dass alle Rede vom gerechten Lohn eine sehr ärgerliche Erfindung ist. Den gibt es nicht. Lohn ist immer eine Frage der Kämpfe, Lohn ist immer eine Frage des Machtverhältnisses zwischen Unternehmern und organisierten Arbeit. Naja gut, 5., 6., 7. könnt ihr euch allein erklären, meine Zusammenfassung. Übrigens, nicht alle Widersprüche habe ich jetzt erklärt. Bis Nummer 7 habe ich sie eigentlich erklärt. Jetzt bis 4 oder 5 explizit.
im Unteren, da müsste ich mehr noch über den Kapitalismus sagen, müssen. Mal eine Zusammenfassung. Gehen wir nochmal auf die marktwirtschaftlichen Theorien. Da hieß es am Anfang, Marktwirtschaft ist folgendes, Unternehmer befriedigen mit ihren Produkten die Bedürfnisse der Konsumenten. Die theoretische Frechheit dieser Theorie besteht nicht darin, dass so etwas nicht passiert, Bedürfnisse befriedigen. Natürlich werden jeden Tag Milliarden Bedürfnisse, was auch immer, befriedigt. Natürlich werden jeden Tag massenhaft Gebrauchsgüter hergestellt. Nur die Behauptung, dass es der Marktwirtschaft darum zu tun sei, dass es ihr Zweck sei, Konsumentenbedürfnisse zu bedienen, ist ein, was sage ich jetzt, fahrlässig, freche Lüge, ziemlich durchsichtige Legitimationstheorie für diese Ökonomie. Vielmehr ist die Bedürfnisbefriedigung aller Leute im Kapitalismus unter die Bedingung des Geldverdienens, und zwar lebenslang gestellt. Und am Geldverdienen scheiden sich eben die Menschen danach, ob sie eine eigene Quelle als ihr staatlich geschütztes Privateigentum haben oder nicht. Übrigens, wie es dazu gekommen ist, dass die große Masse keine eigene Verdienstquelle hat, das wäre eine andere Geschichte, die muss man historisch erklären, das finde ich jetzt. Der empirisch ohnehin nicht zu leugnende Gegensatz von Armut und Reichtum ist jetzt erklärt. Er ist Resultat dieser Ausnutzung der Privateigentümer mit ihrer Verdienstquelle von den Leuten, die keine Verdienstquelle haben. Dieses Ausnutzen reproduziert auch ständig dieses Verhältnis wieder. Das heißt, für die Sorte Reichtum, auf die es im Kapitalismus ankommt, Geldaneignung, Geldvermehrung, braucht es die Klasse der eigentumslosen Erwerbstätigen als dauerhaft nutzbare Quelle. Braucht es die armen Leute, die eigentumslosen Erwerbstätigen als dauerhaft zu nutzende Quelle. Deswegen, Schlusssatz, sind die Umverteilungstheorien, auch so ein grandioser Blödsinn. Dem Kapitalismus den Reichen zu nehmen, um es den Armen zu geben, wäre entweder identisch damit, dem Privateigentum seinen Geldvermehrungszweck zu bestreiten, dann käme auch von den Privateigentümern eben nichts mehr zu umverteilen. Oder es an Arme so zu verteilen, dass die sich zweimal überlegen, ob sie noch arbeiten gehen wollen. Dann wäre es erst recht essig, mit der Produktion von Reichtum zu umverteilen. Hebt sich in jeder Hinsicht auf. Sich irgendeine Sorte Umverteilung auszudenken, ohne jede Verteilung in Frage zu stellen, die den Kapitalismus ausmacht, nämlich den Gegensatz zwischen den Menschen mit Privateigentum als Verdienstquelle und dem ohne, ist ein hausgemachter Blödsinn.